Willkommen zurück. Heute geht es mal um was ganz anderes. Wir reparieren eine Miele-Waschmaschine und ich würde sagen, leg mal gleich los. Vorweg will ich aber noch was sagen. Also die Waschmaschine ist undicht, es tritt Wasser aus. Ja? Wenn Wasser aus einer Waschmaschine austritt, ist das eigentlich eine ganz einfache Reparatur in Anführungszeichen. Denn man kann den Fehler auch als Laie erkennen. Ja? Also es ist kein Hexenwerk. Das Schwierige ist eigentlich eher, lohnt sich eine Reparatur? Ja? Wenn ihr eine Waschmaschine für 200, 300 Euro habt, meistens sind die so gebaut, dass sie einfach kaputt gehen. Wenn ihr eine Waschmaschine für mehrere tausend Euro habt, so wie jetzt die hier, das ist jetzt eine Waschmaschine, die ist 35 Jahre alt, jetzt aber lohnt sich die Reparatur? Natürlich lohnt sie sich. Und in dem Fall wieso? Naja, die Waschmaschine hat einen Trockner integriert, wäscht mit, also kann mit 1600 Umdrehungen vibrieren, also schleudern. So eine Waschmaschine kriegt ihr nicht einfach für 500 Euro, ja. Da müsst ihr schon einen Tausender hinlegen, wenn nicht mehr. Vor allem ist es eine Miele, ja. 35 Jahre alt, das ist der zweite Defekt, den sie hat. Ein Defekt war, es war schon vor ein paar Jahren, unten, das zeige ich euch aber nachher kurz, da ist einfach der Motor nicht gelaufen, ja, das Programm ist gestartet und nichts ist passiert, die Trommel hat nicht gedreht und unten hat einfach, hat einen Kabelbruch gehabt, das habe ich gerichtet und seitdem geht sie wieder. Jetzt hat sie schon mehr als 35 Jahre, weil wir haben sie von der Uroma von meiner Frau bekommen, plus unsere 8 Jahre in Benutzung, sie ist jetzt 42 Jahre alt, die Maschine, und sie geht, ja, bisher keine Probleme, bis auf jetzt, dass sie halt undicht ist. Ich zeige euch also jetzt in dem Video, wie ich das repariere. Lohnt sich eine Reparatur? Ja, auf jeden Fall. Wenn man es selber machen kann, definitiv. Wichtig ist an der Sache vorweg, niemals in einer Waschmaschine arbeiten, die eingeschaltet ist. Das kann Gefahren birgen. Wenn es etwas undicht ist an der Waschmaschine, kann man die Fehler auch lokalisieren, wenn alles aus ist. Dreht euren Wasseranschluss dazu auch ab. Meine Waschmaschine ist jetzt total abgedreht. Und ich zeige euch jetzt das erstmal. Gut, legen wir mal los. Bei den Mieles, ja, ist es eigentlich ganz einfach. Wir können hier den Behälter herausnehmen. Ich zeige euch das mal geschwind. Hat so ein Pinöpel und zack, schon ist der Behälter draußen. Für die Schrauben benutzt irgendeinen Behälter oder so, ja, dass ihr sie einfach auffangen könnt. Gut, dann geht's weiter. Wir müssen die drei Schrauben hier auch lösen. So. An der Stelle würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Waschmaschine aufmacht, ja, die Restflüssigkeit abzulassen. Ich habe hier so eine kleine Schüssel, die tue ich mir hier drauf, drehe ich einfach hier, das ist längere Zeit nicht Benutzung, auf und wir lassen die Restflüssigkeit ablaufen. Okay, nachher können wir den ganzen Filter reinigen. Aber wir müssen erstmal hergehen und ich glaube, das Teil hier ausklipsen und nach oben und dann so reintun, dass wir das Ganze rausholen können. Und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Frage von ziehen. So. Na, komm raus. Na gut, kommt sie halt nicht raus. So, jetzt können wir das Ganze mal aufmachen. Die Tür kann man hier vorsichtig schließen. So, und dann können wir das Ganze vorsichtig hier aufmachen, nicht zu arg ziehen, dass die Kabel und Schläuche nicht überdehnt sind. Und ihr seht, hier haben wir sozusagen unseren Spielplatz. Da müssen wir nach dem Fehler suchen. Legen wir gleich am besten los. Was mir auffällt, ist hier an der Stelle zum Laugenbehälter ist eine Dichtung. Also ich zeige es euch mal. Ja. Ich glaube, das ist auch das Problem hier. Das ist ein ganz einfaches Problem. Schauen wir uns das mal an. Ich glaube, an der Stelle tritt das Wasser aus. Hier an der Stelle, ja. Ihr seht auch, hier ist schon so eine Ablagerung. Also, was versuche ich zu machen? Ganz einfach. Ich schalte die Waschmaschine jetzt ein. Ich habe noch nicht alles zugedreht. Ist in dem Fall nicht so wichtig. Wir werden die Waschmaschine jetzt nicht übermäßig schleudern oder was auch immer machen lassen. Mir geht es nur darum, dass ich sie mal in Aktion sehe.
und dann schaue, ob dieser Dichtring, der da ist, ob der vielleicht der Auslöser ist, wieso das Wasser rauskommt. Und jetzt machen wir einfach die Maschine mal an. Also ich hatte jetzt 2 Jahre nicht im Einsatz. Sie läuft, hört. Ich drehe mal Wasser auf. Schauen wir mal, ob unser System dicht ist. Sieht auch gut aus. Wir stellen ein auf... lassen wir... Seht ihr da was? So. Wir stellen ein auf... Bügelfeucht, vorweichen, schonen, trocknen, spülen. Fusseln, ausspülen wäre ein bisschen hart. Ja, so Fusseln ausspülen würde auch gehen, aber dann müsste man die Schrauben zumachen, weil das ist nämlich ganz schön heftig, wie er Fusseln ausspült. So, wir sehen schon Wasser hier drin. Also die alten Mieter sind viel geiler, kann man aufmachen und das Wasser drin, geil. Also wir sehen hier schon das Wasser drin. Wir könnten jetzt mal schön nochmal aufmachen und schauen, ob da was rauskommt. Ob wir jetzt schon was sehen. Wichtig, jetzt ist Netzspannung drauf, also vorsichtig hier. Also ich weiß nicht, ob ihr seht, aber ich sehe nichts. So, das Gute an der Waschmaschine ist, ja, bei einer neuen Miele Waschmaschine ist, wenn das nicht eingesetzt ist, dann läuft das Wasser raus beim Spülgang bestimmten und bei der ist das scheißegal, ja. So, wir schauen mal rein in die Trommel, da werdet ihr gleich sehen, was ich meine mit Schleuderfusseln ausspülen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das hat nicht jede Waschmaschine, dieses Programm. Das muss ich ein bisschen nur gegendrücken, damit wir die Dichtung hier, dass es sozusagen auch dicht hält. Normalerweise sollte da nichts rauskommen. Ich drücke aber vorsichtshalber mal dagegen. Ja, das ist eine gute Dichtung, die wird das halten. Oh, jetzt habe ich nicht Fusseln ausspielen. Dann pump's halt ab. Kommt das ganze alte Wasser raus, das jetzt ewig gestanden ist. Müssen aufpassen, der Eimer wird recht schnell voll. Ich würde sagen, jetzt ist mal Pause hier. Ja. So, okay. Jetzt habe ich mal die Pumpe wirken lassen. Jetzt gucken wir mal, wie es denn aussieht innen, ob ich irgendwo Wasseraustritt feststellen kann. Ich glaube, hier ist nass. Ja. Hier ist nass. Jo, okay. Leute, ich hab's schon. Da läuft es jetzt aus. So ist halt. Bin ich halt nicht ganz dicht. Ja. So. So, zugedrehen. Wir müssen nachher nochmal nach der Dichtung schauen. Aber hier, ich weiß nicht, ob ihr es seht, der Stelle, seht ihr das Feuchte? Wenn ich es jetzt drauf drücke, sieht man es, ja. Und es kann nur von hier, ja, man sieht es jetzt auch deutlich. Ja, also da kommt das Wasser raus, fließt dann hier irgendwie runter und ist dann unten nass. Das heißt, wir müssen das Bauteil tauschen. Hier haben wir sogar eine Teilnummer. Einfach mal dran. Okay, gut. Wird nicht so einfach gehen. Das ging einfach. So. Aber das Teil, das scheint so. Ah, doch, geht so. Ja. So. Also, so ein Bauteil brauche ich. Okay, an der Stelle ganz kurz. Ich hoffe, ich kriege das Teil her. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Genau, apropos, wichtig, nicht bei eingeschalteter Waschmaschine arbeiten. Das, was ich euch gezeigt habe, zeige ich euch nur, weil ich mich mit der Elektrotechnik auskenne. Ja? Ich habe das Fach studiert und ich bin sozusagen vom Fach.
Das heißt, ich bin Fachmann in dem Bereich. Ich mache das nur auf den Videos, damit man was mehr sehen kann. Aber an eurer Stelle bitte nicht bei eingeschaltetem Gerät arbeiten. Ganz, ganz wichtig, ja. Das kann so schnell in die Hose gehen, da will ich gar nicht dran denken. Ja. Ich will es einfach nur zeigen, wenn die Maschine ausgeschaltet ist, vom Wasser getrennt ist, dann kann nichts passieren, dann könnt ihr auch so Teile suchen. Vor allem, wenn ihr das Wasseraustritt habt, schaltet die Maschine ab, steckt sie ab und geht her und nicht abschalten an den, wenn ihr so, es gibt Leute, die haben eine Steckdosenleiste zum Abschalten. Abziehen, ganz wichtig. Manche Steckdosenleisten trennen nicht beide Leitungen. Wenn das Kabel falsch schon drin ist, ist immer noch die Phase angeschlossen an die Waschmaschine und ihr könnt einen Stromschlag bekommen innen drin, wenn Kabel irgendwie nicht richtig isoliert ist, was auch immer. Deswegen an der Stelle abziehen, nicht abstecken, also abschalten, sondern abziehen vom Stecker her. Gut, wenn es euch nicht gefallen hat, genau, dann Daumen runter, schreibt mir dann mal rein, wieso, weshalb, warum. Teil 2 kommt demnächst. Mein Channel abonnieren, hier, mein MechTU-Channel hier oben, dann ein Video aus der Elektronik hier und ein Video über Autos hier unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Teil 2, ich hoffe, das Teil kriege ich her. Bis dann, guten Rutsch!